Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, der zweiten Folge. Ich nehme direkt im Anschluss auf. Ich möchte gerne so weit zumindest in einer Session spielen, wie das angezockt auch war. So, der Vogt sitzt hier noch. Wir haben uns ja entschieden, sein Haus nicht zu verschandeln. Ich hoffe, dadurch, dass die Aufgabe nicht getriggert wurde, ist es jetzt trotzdem irgendwie, ja, naja. Ist der Köhler. Tobias ist auch da. Ach, die sind tatsächlich hier trinken gegangen in die Schenke. Ach, schön. Und hier ist Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Wie geht's dir, Heim? Ja, eigentlich das Bier, ne? Also wir sind jetzt nicht wirklich wegen ihr hier. Wir wollen ja Bier von unserem Papa, also Bier. Bier. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Was darf's denn sein, du Lump? Ich hätte gerne Bier für meinen Papa. Ich brauche Bier. Aber Vater sagt, dass ich zuerst zu Kunesch muss. Ach so. Verstehe. Ah. Solltest du dann nicht genau das tun? Ach, ich muss erst Kraft schöpfen, indem ich in dein wunderschönes Gesicht blicke. Oh Gott. Heinrich, du Possenreißer. Der Deutsche redet auch nur Bockmist, oder? Genauso wie ich gerade. Der Deutsche schwingt wieder Reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Na gut. Tja, dann kann ich das jetzt noch gar nicht machen. Oh Gott, wo war denn dieser Kunisch überhaupt? Oh, ich bin ihm jetzt erfolgreich aus dem Weg gegangen. Weil ich tatsächlich keine Lust hatte, mich mit ihm anzulegen. Ich habe auch völlig vergessen, wo... Ach, da bestimmt, ne? Der sieht so betrunken aus. Kunisch? Na? Ja, da ist er. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du? Ja, also, ja, Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Mhm. Ich hab nix. Verzieh dich. Ja, so einfach geht das aber nicht. Ja, bezahl zumindest schon mal das Werkzeug, bitte. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ja, sehr gut, du scheinbar. Ja, leider bringt uns hier das Mittlere nix. Ja. Wir werden trotzdem Schulden gehören beglichen. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. So schlecht. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Ich hätte alles in Redekunst machen sollen. Dann hätte es vielleicht geklappt, tatsächlich. Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Nee, scheinbar nicht. Ich werde dich lehren. Das war nicht sehr gut, muss ich zugeben. So, okay, das wird jetzt wieder lustig. Oh Gott. Okay. Ach, Zielfokus. Mit Tab, okay. Und hochnehmen mit Q. Ich blocke mit Q. Okay. Probieren wir es mal. Gibt es noch eine andere Seite? Nee. Okay. Mit Q blocken, okay. Hast du genug? Fokussiert ist, ne? Machen wir mal zu. Gebatt. So cool. Gott verdammt! Haben mich erwischt? Ich glaube nicht, ne? Aber wir erwischen ihn auch nicht richtig. Ah, da hat er uns hier volle Kanne. Oh, das war zu weit weg. Das war schön. Kann ich das nochmal machen? Ne, jetzt hat er geblockt. Na auch. Ah, ich kann das nicht richtig einschätzen. Wohin am besten? Oh, jetzt habe ich aber... Ja, das ist aber geblockt hier. Sehr schön. Okay. Aua. Ich weiß echt nicht, ob man den Kampf überhaupt gewinnen kann. Kann ich zugeben. Aber was macht der denn immer? Boah, ich krieg den nicht. Klein. Ist... Nee, irgendwie will das nicht.
zerquetsch dich wie die Laus, die du bist. Nee, da bin ich nie so dafür. Ich krieg den halt nicht. Ich hau ihm immer nur gegen die Ärmchen, aber mehr auch nicht. Au, da. Ja, da hat er uns jetzt, ne? Ja, das war's. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe gerade versucht, die ganze Zeit irgendwie weg und zu verteidigen. Es ging einfach nicht. Und dein Alter kann auch zur Hölle. Ich habe keine Ahnung, ob man den tatsächlich besiegen könnte oder nicht. Also ich krieg's nicht hin. Ich habe es ja schon beim ersten Mal nicht geschafft. Jetzt geht's auch nicht mehr, oder? Gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Ja. Du kannst das deinem Alten ausrichten. Mhm. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Boah, der hat uns doch gerade verprügelt. Naja. Na gut, haben wir leider nicht geschafft. Ich hätte alles in Redefähigkeit machen sollen, aber ich wollte auch gerne was anderes machen. Naja, ich habe schon mit gerechnet, dass das wieder so laufen wird. Wir müssen jetzt wieder uns bei Mama ausheulen. Das lief nicht gut. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob man das hinkriegen kann. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, jetzt hatte ich ja angezockt sogar schon das Kampftraining, aber ich bin noch nicht vertraut damit. Ich weiß noch nicht genau, ich schlag ihm immer nur gegen die Ärmchen. Irgendwie bringt das nichts. Mama, redest du mal mit mir? Irgendwie? Mutter! Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf. Ach, herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Gut. Ein bisschen geheilt. Ich würde gerne nochmal hin und es nochmal probieren, aber ich glaube, das wird auch nicht besser. So, mein Papa von unserem Misserfolg erzählen. Ja, Auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, nicht so richtig. Ich hatte eine Schlägerei mit Kunesch. Als ich Kunesch um Geld fragte, fing er eine Prügelei an. Dieser Bastard. Aber du siehst in Ordnung aus. Hast du es ihm gezeigt? Mir geht's gut, aber Geld hat er mir nicht gegeben. Ach, das spielt keine Rolle. Ich kläre das am Abend. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Okay, ja, ich kümmere mich um ihn, ich bestehle ihn. Aber ich brauche ja jetzt Geld. Aber ohne Kuneschs Geld kann ich die Sachen nicht kaufen, die du wolltest. Hier ist Geld für die Holzkohle und das Dankeschön. Bier. Ich hole es mir heute Abend von dem Bastard zurück. Okay. Ja, ist ein bisschen, naja, wieder mal sehr beschämend. Konnten wir leider nicht für unseren Papa regeln. Hätte ich gerne gemacht, aber naja. Mit mehr Redekunst bestimmt, ne? Hätten wir alles in Redekunst investiert, dann hätte das jetzt bestimmt funktioniert. Aber ich wollte auch ein bisschen was in eine Kampffähigkeit setzen. Zumindest ein wenig. Oh, warte mal. Die Kohle. So, lass uns handeln. Ich brauche hier ein bisschen Kohle. Es waren 10, ne? Glaube ich. So. Moment. Halt, wie mache ich das jetzt nochmal? X. Ja. Peitschen. Handel abschließen will ich eigentlich nur. Ach, muss ich das so machen? Besprechen wir den Preis. Okay. Selbstverständlich. Ja, machen wir das nochmal. Letztes Mal ging das ja eigentlich ganz gut sogar. 5,8 will er eigentlich haben. Ich sag mal 5,4. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke. Ach, ich habe ihm zu viel gegeben. Huch. Ja, gut. Okay. Er hat mehr bekommen. Ach, ich habe genau in die falsche Richtung. Ich dachte, das da oben. Naja, gut. Wir sind heute freundlich drauf. Wir wurden gerade verkloppt. Wir wollen mal was ein bisschen für die anderen tun. Ach, Mensch. Ach, schön. Du bist Liebhaber. Liebhaber, was? Ich brauche Bier für Vater. Liebhaber. Ein Krug wie immer? Jawohl. Ja. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Lebe wohl. Gut, Bier kriegen wir trotzdem. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass wir es vielleicht dann nicht mehr bekommen. Danke. Okay. Das geht auf mich. Ja. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Nee, danke. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ja. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Raniak? Schätze ja.
Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Schade, dass man gerade mit Augenrollen nicht sehen kann. 5-mal Retterschnaps, wow, die würden uns echt abfüllen. Aber unbedingt. Ich will gar nichts von der. Ich weiß gar nicht, was das soll. Mensch. War einfach nur nett. Naja. Was du. Oh. Upsa. Entschuldigung. Ich. Ist ja meine Freundin, ne? Ich darf ja. Ich darf ja. Wäre das stehen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier einfach an die Vorräte küsten darf. Ich glaub nicht. Ich lasse es mal lieber. Vielleicht sind wir da auch schon wieder unrechtmäßig gewesen. Na gut, gehen wir mal lieber. Gibt es hier noch irgendetwas? Was haben wir hier? Hallo? Stehlen. Ja, das wäre stehen. Okay, das machen wir mal nicht. Was haben wir hier Schönes? Sehr viel Heu. Wie gesagt, wir haben ja diesmal... Nee. Zu denen gehe ich erst gar nicht. Ich habe Angst, dass ich es aktiviere. Ich halte mich da mal sehr fern. Dorfbewohnerin. Ja, dann darf ich da ja auch überall nicht rein eigentlich, ne? Was haben wir hier? Ein Weinkeller? Na gut, hier kriegen wir nichts. Ja, wie wir das später so mit dem Stehlen handhaben, weiß ich auch noch nicht so genau. Oh, können wir jetzt vielleicht ein bisschen würfeln? Warte mal, habe ich noch Geld? Wo kriege ich denn das raus? Oder wäre ich dann angemeckert, wenn ich jetzt würfeln gehe? Mit dem letzten Geld. 1,4 noch. Ich würde es ja schon gern mal machen, ne? Warte mal, wir gucken mal. Vielleicht reicht es auch gar nicht. Würfeln? Heute ist mein Glückstag, ich spür's. Was ist mit dir? Okay, Angebot unterbreiten. Ja, viel haben wir nicht. 1,4. Ich versuch mal 1. Oh, scheint sehr mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Was? Okay, was muss ich machen? Hilfe? Willst du dem Glücksspiel frönen, kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfelspiel Fakel versuchen. Ziel dieses Spiels für 2 Spieler ist es, als Erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 und 5 sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. Okay, eine 1 sind 100 Punkte wert. Eine 5 sind 50 Punkte. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit den Augen wert. Beispielsweise 3x4 ist 400 Punkte, 3x1 sogar 1000. 4 gleiche Augen sind das doppelte Punktzahl für 3 gleiche Augen wert. Zum Beispiel, okay. Und dann gibt es scheinbar auch noch eine Straße, wenn ich das richtig sehe. Okay. Die Anzahl an Punkten, die du erzielen musst, ist 5000. Das ist die einzelne erzielte, warte mal, die bisher erzielten Zwischensumme dieser Runde, Gesamtsumme der eben ausgewählten. Okay. Wow. Der Zug eines Spielers beginnt immer mit dem Werfen aller 6 Würfel. Danach wählt der Spieler mit E jene Würfel aus, die Punkte erzielt haben, und legt sie beiseite. Es muss immer mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden. Danach wird der Spieler die verbleibenden Würfel mit F erneut werfen und so weiter. Würfelkombinationen werden nur für den aktuellen Wurf gewertet, nicht für den ganzen Zug. Das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfel Punkte erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher bei diesem Zug erwürfelt wurden, gehen verloren. Danach ist der Gegner an der Reihe. Aus diesem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht ein einziger Würfel punktet. Oft zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen, sodass man die Chance auf eine höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seine eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln, wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen, okay? Der Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf als Joker anstelle der 1, der als eine beliebige Zahl gilt. So ist zum Beispiel Teufelskopf und 2 1 sind 1000 Punkte wert. Alleine erzählt sie keine Punkte. Nur in Kombination mit anderen Zahlen. Okay, probieren wir es mal.
Wie, achso, mit WASD wähle ich Würfel aus. Passendes Q-Würfel beiseite liegen E. Ja, so guck mal, wir haben ja... Geht das jetzt schon hier als eine Art Straße, ehrlich gesagt? So? Punkte, Punkten und Fortfahren, Punkten und Passen. Muss ich jetzt E drücken? Nee. Punkten und Fortfahren, Passen. Bin mir gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Beiseite legen, oder? Muss ich die jetzt? Achso, das ist beiseite. Achso, ich verstehe. Jetzt kann ich F machen und nur mit der 6 würfeln, ist das richtig? Okay, tatsächlich. Also ich bräuchte halt noch eine 1 für eine große. Also habe ich aber nicht. So, was macht er jetzt? Die Würze ist das A und O. Schmiert es einfach mit Schmalz an. So ein bisschen wie Jetsi, ne? Oder auch Kniffel, oder wie man es nennt. Immer überall irgendwie anders. Habe ich früher so gerne gespielt. Er hat das in Prag gegessen und meinte, na? Es wäre bei ihm ist das Glück gerade nicht so heute, ne? Na gut, dann versuche ich das. Und wenn's ihm wenn es noch eine 5 kriegt, wäre doof. Ich glaub's nicht. Okay. Es wird ihn machen. Vielleicht hättest du das längst tun sollen. Wo sind jetzt unsere Punkte? Hä, wir hatten doch Punkte gemacht, das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten doch eine ganze Straße. Hä? Moment. Hier, wir hatten doch die ganze Straße, also da so eine halbe Straße zumindest. Wir hätten doch 750 Punkte haben müssen. Ich bin verwirrt, das war richtig gut. Okay, also ganz ehrlich, hier auf jeden Fall. Aber wie punkte ich denn jetzt? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Punkten und passen. Ich mach mal Punkten und passen. Kriege ich jetzt meine Punkte? Ja, tatsächlich, jetzt habe ich so. Okay, man muss scheinbar passen. Na gut, das habe ich wohl falsch gemacht. Wir haben die Punkte leider gar nicht bekommen von unserer schönen Straße. Schade. Wer hat bis jetzt 100? Jetzt bin ich am Arsch. Okay, er hat keine Punkte gemacht. Okay, das Spiel ist aber gar nicht mal so blöd. Ich mag das tatsächlich jetzt schon. Guck mal, wir haben richtig Glück, Mensch. Waren die so mit Absicht? So, dreimal die 5 würde ich gerne so nehmen. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr weiter zu würfeln, tatsächlich, weil ich Angst habe, dass dann keine Punkte mehr kommen. Oh Gott, hat er Glück. Das war's für mich. Ja, der wird passen. Dachte ich mir schon. Okay, ich glaube, jetzt habe ich den Fehler verstanden von vorhin. Ja, nehme ich auch wieder so, ne? Cool. Wir nehmen die. 1000 ist ja echt super. Was macht er Schönes? Kann auch gleich gehen und. Nichts, weil er gar nicht punkten konnte, ja. Okay, Na, würde uns eine 2 fehlen, ne? Ha! Komm, wir probieren unser Glück. Wir sind ja noch sehr weit auf. Kann man die 1 nehmen und müssen jetzt Glück haben, dass wir tatsächlich eine 2 würfeln, was natürlich sehr... Ach, das darf ich gar nicht so. Okay, aus irgendeinem Grund scheint das nicht zu gehen, so wie ich es gerade möchte. Weil das nicht zusammenhängt. Das muss wahrscheinlich schon irgendwie zusammenhängen. Okay. Auch nicht. Hä? Was will er denn von mir? Was soll ich jetzt machen? Ach so. Ich glaube, ich verstehe. Nee, auch nicht. Hä? Wie kann ich denn... Ich darf ja nichts machen hier. Okay, das ist ja seltsam. Ja, entschuldige. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt nicht weiterwürfeln darf. Ich habe doch 2 Vieren. Wieso darf ich jetzt nicht wegen anderen Vieren würfeln? Das verstehe ich nicht. Hier darf ich jetzt. Hä? Ich drücke F. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die 2 Vieren nicht behalten durfte. Weil das noch keine Punkte wären, vielleicht? Dürfte ich jetzt aber... Ja, jetzt darf ich weitermachen. Okay, komisch. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ich krieg das hin. Ha, siehst du? Ha. So, wieder 1000. Nicht 1000. Hey, wir hatten nur 3 Einsen. Wieso haben wir jetzt keine 1000 Punkte bekommen? Ich bin verwirrt. Das Spiel verstehe ich noch nicht ganz. Hä? Wie? Was soll es sein? Achso, er wollte alles wegmachen. Okay. Behälter nicht. Okay. Wie kannst du noch? Moment. Ich habe das ja gewürfelt. Mal sehen. Jetzt du. Ich verstehe nicht, warum der gerade so viele Punkte bekommen hat, ehrlich gesagt. Ich habe es gerade nicht verstanden. Überhaupt nicht. Was das jetzt sollte. Wieso kann ich das schon wieder? Ich verstehe nicht.
Okay, ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht. Okay, dann mache ich das jetzt halt auch. Kann ich jetzt... Nee, ich kann das nicht. Okay, warum konnte er alle beiseite legen einfach? Das verstehe ich nicht. Warum hat er Punkte bekommen fürs Würfel weglegen? Und ich kann gar nichts machen hier. Ich... Oh nee, ich wollte nicht passen. Och, falsche Taste gedrückt. Mist. Oh, ätzend. Das ist eine Straße, ne? Meins. Wie doof. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum er so viele Punkte gekriegt hat und warum ich die Sachen nicht weglegen kann. Wieso kann ich die einzelnen Würfel nicht beiseite legen, um dann weiter zu würfeln, wenn ich schon zwei Vieren habe? Das ist doch ganz normal, dass man bei Jetsi und Kniffel auch die Würfel zur Seite packen kann und dann die nächste vier würfeln kann. Ich. Keine Ahnung. Okay, das Spiel erschließt sich mir nicht ganz, muss ich zugeben. Naja, okay. Maruna? Können wir nicht anquatschen? Naja, gut. Ah, Pferdchen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann ein Pferd kriegen. So, jetzt ist das Problem, wir könnten das Kampftraining anfangen. Das dauert aber eine ganze Weile. Ich würde fast sagen, wir heben uns das für die nächste Folge auf, oder Leute? Oder machen wir das jetzt noch? Ja, komm. Wir machen das jetzt noch. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Ja, klar. Klar. Fangen wir an mit dem Schwertkampf. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Stimmt, jetzt müssen wir dem wieder folgen. Wir brauchen ja wieder ein bisschen. Wir können mal auf dem Weg einfach... Warte mal, das war hier, ne? Mit den Schäfchen, ja. Wir gucken mal, ob wir halt einfach ein paar Pflanzen noch finden zum Einsammeln. Was bist du? Nix. Okay. Ach, ich finde das voll süß mit den Schafen, dass die auch vor allem wegrennen. Schon niedlich. Haben wir hier irgendwelche Pflanzen? Was bist du? Auch nix, okay. Ja, auch schwierig. Kennt man nicht so gut, was man denn einsammeln kann und was nicht. Kampfplatz entdeckt, ja. Brennnesseln. Die, hä? Dann kann ich die anderen da rechts aber doch auch einsammeln, oder nicht? Nehmen wir alle mit. Komme ich da an die ran? Ja. Da war noch eine, ich habe es gerade gesehen. Lange Einsammelanimation, aber gut, wir haben ja noch Zeit, der ist noch nicht da. Kräuterkunde neue Stufe erreicht. Oh, das ist schön. Ich hoffe, dass wir auch unsere Redekunst noch unterwegs steigern können, dass das jetzt nicht immer so bleibt. Auf der geringen Stufe. So, ist er langsam da? Wir gucken mal. Ach, da steht er ja schon. Ach Mensch, Entschuldigung, gar nicht gesehen. War noch so beschäftigt. Losgehen? Ja. Yep. Ja. Gut. Na denn? Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Mach ich. Ich versuch's. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Ja, nicht schlecht. Nochmal. Genau. Genau. Das habe ich wahrscheinlich vorhin falsch gemacht. Ne? Ich hätte wahrscheinlich genau ganz so oft zuschlagen müssen aus verschiedenen Spitze Richtungen. Ist zum Stechen. Versuch es mal. Also in der ersten Folge habe ich das quasi falsch gemacht. Stechen. Jawohl. Ja. Nicht schlecht. Nochmal. Oh. Gut. Gut, sehr gut. Okay. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Okay. Nicht schlecht. Auch cool.
komisch mit den Kombos. Das klappt irgendwie auch nicht so richtig. Nicht schlecht. Nochmal. Na komm. Wir haben so langsam keine Energie mehr. Ja, irgendwie, das zählt immer nicht. Ich weiß nicht warum. Jetzt, ne? Ne, neue Stufe erreicht. Okay. Ich muss mal kurz Ausdauer holen. Sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Jetzt. Okay. Spezialisierungspunkte verfügbar. Machen wir dann gleich danach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Ach Mensch. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Ich das hasse, wenn man langsamer oder schneller als der NPC ist. Und hier in dem Fall sind wir deutlich schneller. Na gut. Wir haben Punkte bekommen. Ich würde gern... Oh, wo kann ich die denn benutzen? Ja, guck mal hier. Agilität und Redekunst ist bei uns eigentlich sogar höher als Agilität. Und wie... Ach so, guck mal hier. Können wir sogar schon steigern scheinen? Ach nee, wir können es aufmachen. Hier. Okay, also da sind Sachen drunter. Was? Huckepack. Agilität, da kriegen wir Fliegengewicht, kräftesparende Angriffe, leichte Rüstung, ja. Vitalität, dickes Blut, Marathonläufer. Schnell wie der Wind, aber was heißt das eigentlich, ist die Frage. Wird das irgendwo erklärt? Ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwo erklärt wird. Dann haben wir noch Charisma, Sichtbarkeit, das sind noch ein paar andere Sachen. Okay, und hier ist ja auch ein Sternchen, also kann ich hier nicht gerade Hauptstufe... Oh, hier gibt es auch noch Sachen. Asket, da ist man wahrscheinlich deutlich weniger. Okay, so also. Warte mal, das heißt, wir haben hier Punkte, ne? Hier haben wir Punkte und das können wir auch nur skillen. Okay, verstehe. Warte mal. Also muss ich mir jetzt hier eins davon aussuchen, oder wie? Ich hoffe, ich verstehe das richtig mit den Punkten. Das ist gerade ein bisschen... Ja, hier kann ich nichts andrücken. Okay, ich muss mich, glaube ich, zwischen den beiden entscheiden. Das geht auch nicht, oder? Nee. Okay, dann Bollwerk oder Huckepack. Ja, Bollwerk, oder? Ich habe ja keine Ahnung, was es bedeutet, ehrlich gesagt. Kann ich das irgendwo hier? Info. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken, kostet dich 30% weniger Ausdauer. Leichen oder Bewusstlose zu tragen, verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Ich weiß gar nicht, ob man das macht, ehrlich gesagt. Vielleicht nehme ich eher das Bollwerk. Ich weiß nicht, wie oft wir Leichen durch die Gegend tragen. So, und hier... Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Ha! Wenn du schmutzig, also der Duft des Mannes, wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30% verringert ist. Ach krass, es gibt immer positive und negative Auswirkungen. Deine Ausdauer regeneriert sich nach 20% schneller, tagsüber jedoch nur 10. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst, zudem ist deine Chance auszuweichen um 10%. Ja, ganz ehrlich, nehme Speer, weil es da nur Vorteile gibt. Mal eben so entschieden. Warte mal, was haben wir hier noch jetzt? War das hier? Oh Gott, was ist denn das alles? Okay, spannend. Dass wir das alles auch einzeln dann skillen können, finde ich ja cool. Dass man sich nicht so auf eins fixieren muss, nur auf Stärke oder so, dass man quasi alles kriegt. Und was haben wir hier noch? Das kann ganz schön ausufern werden, ne? Karte. Okay, gerade sind wir ja nur in dem kleinen Dörfchen. Codex haben wir hier auch noch. Na gut. Interessant. Vielleicht gucken wir uns zwischendurch auch mal ein bisschen Codex an. Mal schauen, ob wir Zeit dafür haben. Ha, haben wir das Training auch noch... Oh, das war ja gerade süß. Habt ihr das gesehen, wie die Köpfe zusammen... Oh. Okay. Ich bin Pferde. Ja, dann haben wir das Training absolviert. Ha, mit Hinblick auf dessen, was jetzt folgt, wenn wir mit unserem Papi reden, würde ich das in der nächsten Folge machen. Ja, ich denke ja. Ich werde noch nicht mit ihm reden. Ich gehe mal nicht so nah ran. Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas triggert. Also, es war schön mal wieder, dass ihr dabei wart. Wir haben ja ein bisschen was erledigt tatsächlich. So einiges sogar. Und ja, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Bye!